Mann, warum hast du Edward erschreckt? Naja, du bist süß. Liebe Pflanzen, ihr gebt mir viel Luft zum Atmen. 5. Eschenk. 2. Irgendwie sowas das. 1. Das ist dein Baum. Du warst auch mal einer. Was haben wir da? 1. Ena. 4. Grad. Und hier haben wir noch die 3. Tri. Eine Karotte haben wir genommen. Das ist wunderbar. Mehr Möhren brauche ich nicht. Ich habe schon eine. Grüne Blätter. Okay, was haben wir hier? Ein Stift. Oh, Bug. Ein Bleistift, den brauche ich nicht. Die Bienen wissen nicht, ob sie an- oder ausbleiben sollen. Edward hat ein Papierschiffchen gebastelt. Hm, hallo? Bist du Edwards anderer Kopf? Ich mag den Hut. Okay. Muttern und Schrauben. Ich weiß nie, was ist. Eine metallene Kiste. Ich glaube, hinter dem Schild ist etwas. Sieht so aus, als bräuchte die Maschine Energie. Ah, es geht nicht. Was soll ich tun? Okay. Eine Batterie. Ja, ich habe eine Batterie gefunden. Können wir die hier einsetzen? Hm, selbst wenn es klappt, wüsste ich nicht, wozu. Okay. Das rote Licht ist an. Vielleicht ist etwas kaputt. Wow, ein mechanischer Arm, lebst du? Ich glaube, er drückt gerne Knöpfe. Okay. Gut, das hatten wir ja schon, ne? Das hier schickt irgendwas nach oben. Ja, aber da können wir nicht runter, ne? Ich kann nicht auf den Aufzug klettern, wenn er schon oben ist. Ich bin nicht clever genug. Achso, hier haben wir was. Das können wir noch nehmen. Dann gehen wir mal dahin und schrauben das auf. Huch. Benutzen. Muttern und Schrauben. Ich weiß nie, was ist. Das sagtest du bereits. Und dann brauchen wir das hier auch noch. Okay. Oh, es ging auf. Da brauchen wir also die Batterie. Bitte sehr, Batterie eingesetzt und ja, es klappt. Das ist doch super. Ah, perfekt. Verstehe. Aber halt, warte mal, ich möchte eigentlich, bevor wir jetzt da oben und das sah aus wie unsere Eltern. Genau, ich wollte hier mit den Pillen nämlich gucken. Oh, ein mechanischer Hase. Nicht sehr süß. Vielleicht ist der Hase wütend oder hungrig oder beides. Möchte der vielleicht eine Karotte haben? Die Möhre für den großen, großen Roboterhasen. Lass es dir schmecken. Ach süß, wie das auch wirklich kleiner wird, ne? Vielleicht ist der Hase wütend oder gar hungrig, aber wir haben ihm doch schon was gegeben. Okay, eine Karotte haben wir noch. Ich guck gerade erstmal, was jetzt hier auf den Dingern steht. 8 Pfeil nach da. 6 auch Pfeil nach da. Ach so, 8, 9, da geht es dann weiter. Ist dann nicht mehr 1, 2, 3, 4, sondern irgendwas anderes. Okay, ab nach oben. Frage mich, warum wir hier automatisch die Pillen hatten. Ein Wassersymbol, ich glaube, es ist mit etwas verbunden. Macht man hiermit mit dem Wind Musik? Hallo? Niemand drin.
Okay, da gucke ich gleich mal. Seid ihr... Ah, toll. Mami, Papi, wer hat euch das angetan? Warum seid ihr hier? Bitte sagt es mir. Okay, alles klar. Gut, das dreht sich dann nur irgendwie. Okay. Jetzt? Nee, ich glaube, das muss da rein, oder? Da? Nee. Aber da ist dann zu weit, ne? Achso, nee, wo muss denn das hin? Probiere ich hier einfach mal. Hm, abgeschlossen. Das habe ich in Filmen gesehen. Der Dieb weiß immer, was zu tun ist. Ich hätte jetzt gedacht, so. Nee. Okay. Ich weiß noch nicht, was diese Zahlen mir hier sagen sollen. An, schau es dir an. Ach. Nach da. 9. Nach da. 6. Nach da. 8. Nach da. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Fünf. Nach da. Okay. Ich weiß nicht. Was ist das hier? Das sind nur normale Flaggen. Okay, da kommt immer noch was heraus. Ah. Ich guck mir das gerade hier noch. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss mir das gerade mal aufschreiben. Dazu nehme ich mal gerade wieder mein Handy. Und wir müssen in die andere Welt. Einen Moment. Nimm die Pillen bitte. Okay. So, was haben wir hier? Aber wo muss ich denn als erstes gucken? Weiß ich nicht. Ach, guck mal, die ist jetzt angezogen. Mann, warum hast du Edward erschreckt? Naja, du bist sehr süß. Ah, ich glaube, hier muss ich als erstes. Das ist die 1. Ne? Das heißt, als erstes muss ich 8 nach rechts. Okay. Die 2 habe ich hier. Dazu brauche ich dann gleich die Karotte nochmal. Mhm. So, benutzen mit dir. Fünf. Einen Moment. Fünf nach dort. Oh. So. Fünf nach rechts. Dann habe ich hier die 3, die 4 und die 5. Das heißt,
Das ist nun das nächste. Wieder 8, aber diesmal nach links. Dann hatten wir hier die 4. Und da habe ich 6 nach rechts. Und hier hatte ich die 5. 9 nach links. Okay. Dann ab nach oben. Und dann mal gucken, ob wir das schaffen können. So, als erstes haben wir 8 nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann 5. 1, 2, 3, 4, 5. 8 zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 nach dort. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 9 zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aha, hat geklappt. Super. Oh, hier ist jetzt alles dunkel. Ich sehe so schlecht, es ist dunkel. Ja, durchaus. Ah, hier können wir was angucken anscheinend. Ich sehe so schlecht, es ist dunkel. Ach so, ich dachte, wir könnten uns das da angucken. Ach so, da geht's wieder nach oben, ne? Okay. Negativ. Dann gehen wir hier wieder hin. Kannst du den Wassereimer damit befüllen? Super, das ist cool. Dann können wir jetzt hier reintun. Das klappt nicht. Okay. Kannst du damit was? Das kann ich nicht tun. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Wassereimer. Ein Wassersymbol. Ich glaube, es ist mit etwas verbunden. Ja. Das klappt nicht. Kann ich das eigentlich rüberziehen? Nein, ne? Das nervt mich. Okay. Nee, das klappt auch nicht. Kann ich unten noch was machen? Ich lege das Handy gerade mal wieder weg. Mit dem hier. Nee, das klappt nicht. Mit den Möhren. Nein, das klappt auch nicht. Das klappt auch nicht. Okay, dann gehen wir mal wieder hoch. Warte, wir haben hier noch so einen Baum. Das wäre ein hübscher kleiner Baum. Vielleicht hier mit. Nee, okay, dann nach oben. Okay, gut, das Wasser haben wir ja jetzt geholt. Das bringt uns gar nichts mehr, das brauchen wir auch nicht mehr. Da geht's zum Ventilator, hier ist das Wassersymbol. Wir haben jetzt einen vollen Eimer Wasser. Oh mein Gott. Überraschung, Fran. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Eine Geburtstagsparty? Wow, ich dachte, du wolltest Mr. Midnight töten. Du hast gelogen. Ja, wir haben dich angelogen, um deine Aufmerksamkeit in eine andere Richtung zu lenken. Tut mir leid, dass ich dich reinlegen musste, meine Freundin. Wir wollten dich überraschen, meine liebe Fran. Komm und iss Kuchen. Okay, danke, Kätzchen. Du hast mich wirklich überrascht. Danke, Edward. Okay. Wow. Dieser Kuchen ist aus all dem gemacht, was du magst. Mr. Midnight sagte mir was. Und wir haben etwas ganz Besonderes für dich. Von allen auf dem Schiff, das heißt alle, ob geboren oder hergestellt. Hier, bitte sehr. Ich hoffe, du findest es lehrreich. Okay. Wow, das Geschenkpapier ist toll. Kann ich es bitte aufmachen? Ja, mach schon, öffne es.
Oh, ein Kätzchen. Wow, eine Katzenpuppe. Oh, vielen, vielen Dank. Ich liebe sie. Sie ist wunderschön. Sie könnte deinen Augen eine neue Sichtweise geben, weißt du? Wie in der Ultrarealität. Ist das das, was passiert, wenn ich die roten Pillen nehme? Sehe ich dann die Ultrarealität? Das kommt darauf an. Möchtest du Erklärungen? Ja, bitte. Schau mal, was du siehst, ist eine Mischung verschiedener Realitäten. Und die Ultrarealität ist wie ein unsichtbarer Raum, in dem alles gleichzeitig existiert. Zum Beispiel haben wir genau in dieser Raum-Zeit-Koordination eine Geburtstagsparty. Aber in der Ultrarealität passieren die ganze Zeit andere Dinge. Langsamer, schneller oder einfach unsichtbar für das menschliche Auge. Nur durch die Zeit können Menschen die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft definieren. Dinge definieren schottet die Realität ab. Es gibt den Menschen eine Chance, ihre Umwelt zu verstehen. Du hast eine andere Wahrnehmung der Umgebung. Sie ist nicht an Definitionen gebunden. Verstehst du, was ich sage? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon, ich fühle mich schwindelig. Ah, das könnte am Auf und Ab des Schiffes liegen. Puste die Kerze jetzt aus, Liebes. Wir sind fast da. Du meinst, wir sind gleich zu Hause? Hast du das gehört, Kätzchen? Ja, wir sind gleich da. Wirklich? Wow, wie aufregend. Okay, los geht's. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, was passiert? Mr. Midnight, geht es dir gut? Mir geht es gut, aber ich hoffe, das Schiff geht nicht kaputt. Es klingt gefährlich. Fran, du musst mir helfen. Ich muss die Maschine wieder steuern. Der Autopilot wurde von den Kameras zerstört. Einer lebt noch. Du musst ihn loswerden. Finde ihn schnell. Wie mache ich das? Wasser, das säubert. Beeil dich. Vergiss nicht, er versteckt sich vielleicht. Oh mein Gott, Kätzchen, ich habe Angst. Ich auch, meine Fran. Wir müssen den Kamala finden. Ich hoffe wirklich, dass das Wasser ihn zerstört. Gehen wir. Okay, ist er hier vielleicht schon? Die Zwillinge. Mit einem Schlüssel. Oh, ein kleiner Schlüssel. Ich frage mich, wofür. Seid ihr hier, um Edward zu töten? Hallo, warum sprecht ihr nicht mit mir? Tut mir leid, was ich getan habe. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Das ist krank. Ich gehe gerade mal oben gucken. Nein, hier ist er auch nicht. Ist er hier drin vielleicht? Okay, können wir hier wieder raus? Dann mal wieder nach oben. Warum ist Mr. Midnight eigentlich nicht mit hier?